Willkommen in der Immobilienweiterbildungsserie. Ich begrüße wieder den Herrn Dr. Neuwirther. Grüß Gott. Und heute geht es um Standesregeln für Immobilientreuhänder. Es gibt ja jetzt seit September 2012 gibt's neue Standesregeln für Immobilientreuhänder in Österreich. Und warum gibt es die eigentlich? Was ist da neu gemacht worden? Es hat immer welche gegeben, wie es daraus hervorgeht. Und eine Branche pflegen heißt nicht nur düngen, sondern auch jäten. Und das richtige Maß an Düngen und Jäten, dazu braucht es Regeln, dass man weiß, wie viel Düngen, wie viel Jäten, wann Jäten. Ja. Mhm. Und wenn man nicht jätet, gibt es Wildwuchs. Und den Wildwuchs will man verhindern und hat darum Regeln aufgestellt, wie viel man eigentlich jäten soll. Ja. Und die Regeln sind Verhaltensregeln dann in und der Branche? Das sind Verhaltensregeln sowohl gegenüber den Kollegen, als auch gegenüber den Kunden. Denn jedes Fehlverhalten gegen einen Kunden wirkt sich indirekt auf die ganze Branche aus. Der Kunde sagt nicht, der Neuwirther war gut. Der Neuwirther war gut, wenn er gut war. Aber wenn der Neuwirther schlecht ist, sagt er nicht, der Neuwirther ist ein Gauner, sondern die Makler sind Gauner. Das geht aufs ganze Berufsfeld dann. Auf das ganze Berufsfeld, und da muss man eben entsprechende Regeln schaffen, damit einer keine Ausrede hat, so habe ich mal das nicht gedacht oder das ist nicht geklärt. Und darum gibt es fixe Regeln. Es gibt auch die Einfügung einer Immobilienkarte als besonderes Zeichen, dass man sich bemüht. Aber auch hier ist die Einhaltung der Regeln das Um und Auf. Und eine der Regeln hat jetzt zu tun mit dem Thema Weiterbildung. Das ist jetzt speziell für unsere Studenten auch interessant. Es gibt ja die Fortbildungsverpflichtung jetzt, dass man da gewisse Stunden Weiterbildungskurse machen muss, ja, wenn man im Immobiliensektor arbeitet. Wie kann man sich das vorstellen? Nicht nur der Chef, sondern auch jeder einzelne Mitarbeiter muss jährlich gewisse Stunden nachweisen. Und das ist auch richtig so, weil freiwillig funktioniert das leider nicht. Ja. Aber nicht nur in den Immobilienregeln ist die Weiterbildungsverpflichtung, sogar im Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb ist die Verpflichtung enthalten, dass man entsprechend sich weiterbildet, weil sonst hat man unter Umständen gegenüber den anderen Kollegen, der sich weiterbildet, entsprechend hart informiert, einen Wettbewerbsvorteil, und der soll ausgeschlossen werden. Und man könnte gegenüber Kollegen, die die Weiterbildungspflicht nicht ernst nehmen, sogar mit Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb anzeigen bei Gericht, auch gegen die Gewerbeordnung Verstoß, das Anzeigen bei der Gewerbebehörde vorgehen. Weil sich einfach sehr viel ändert, gell, im Job als Immobilienmakler oder Verwalter, dass man einfach am Laufenden bleibt. Dass man nicht die Ewigkeit das Gleiche. Wenn jemand vor 20 Jahren oder 10 Jahren die Immobilienmaklerprüfung gemacht hat, die Befähigungsprüfung, ist diese wissensmäßig teilweise längst überholt. Und ich meine, von den Ärzten weiß ich es ja und bei den Steuerberatern, dass sie die laufend weiterbilden, aber in der Immobilienbranche ist ja das doch jetzt relativ neu, seit 2-3 Jahren, dass es eben die Weiterbildungspflicht gibt. Und welche Kurse macht man da normalerweise, also wenn man sie weiterbildet? Erstens einmal gibt es sowieso jedes Mal Informationsveranstaltungen zu allen Neuigkeiten. Und zweitens gibt es Auffrischungsveranstaltungen. Und ich muss sagen, ich weiß so sehr viel. Auch ich besuche noch selbstverständlich wieder Updateskurse, wie ich bezeichne. Ja. Obwohl ich 80% schon weiß, 10% fällt mir wieder ein. Das muss ich in Hinkunft mehr betonen. Und vielleicht 5-10%. Aber welche Bereiche sind das? Sind das jetzt juristische, betriebswirtschaftliche? Meistens juristische. Und die angeboten werden steuerliche, juristische. Und Verkaufskurse ist selbstverständlich, auch Fotokurse, dass man weiß, wie man ein Objekt am besten ins Bild bringt, im meisten Sinn des Wortes, für ein Exposé, das so schön ausschaut, aber trotzdem nicht getürkt ist, wichtig. Und was dann geboten wird. Was also wahrscheinlich auch Büroorganisation, dass man halt... Ja, bei den Verwaltern zum Beispiel, welche EDV-Programme es gibt, wie man sich das Ganze vereinfachen kann. Die Steuererklärungen, also ja, für Bauträger das Gleiche. Ja. Ja. Hier ändert sich vor allem
die Bebauungsgesetze, wir haben wieder neue Bebauungspläne in ganz Österreich, da eine föderalistische Angelegenheit, und damit man jeweils weiß, was los ist. Grundverkehrsgesetze, auch die ändern sich von Zeit zu Zeit. Aber nicht nur die Gesetze ändern sich, sondern auch die Judikatur. Die Judikatur verändert die Ausübungen des Maklers, indem sie gewisse Bestimmungen verschärft, noch schärfer auslegt, als im Gesetz eh schon vorhanden ist. Und bei den Standesregeln, also die Weiterbildungspflicht haben wir jetzt schon besprochen, was gehört da noch dazu? Also Sie haben gesagt, die Verhaltensregeln gegenüber den Berufskollegen, gell? Und gegenüber den Kunden. Und wie verhält man sich da? Also was? Indem man richtig informiert, ja, vollständig informiert, redlich informiert, sorgfältig informiert. Dazu ist der Makler verpflichtet und teilweise sogar schriftlich informiert, nicht nur mündlich. Schriftlichkeit ist überhaupt immer mehr eine Verpflichtung, die auch jetzt durch das FAGG von den Kollegen wieder gefordert wird. Teilweise ist es schwierig, weil die Leute Angst haben, etwas zu unterschreiben, aber davon können wir nicht mehr ablassen. Und warum sind jetzt eigentlich die Standesregeln erneuert worden oder aktualisiert worden? Weil sich teilweise gezeigt hat, dass sowohl im Wortlaut als auch in der Notwendigkeit, in der Genauigkeit sich etwas getan hat, dass sie falsch ausgelegt wurden. Ja. Also die Interpretation zwischen Kunde, Berufskollegen und so weiter, ja. Vor allem bei Gemeinschaftsgeschäften. Ja. Aber der Kernpunkt war die expressis verbis ausgesprochene Verpflichtung zur Weiterbildung. Okay, danke.